Also bevor wir jetzt den Lift hier einbauen konnten, haben wir einmal das ganze Treppenhaus aufgemessen und dann wurde die Schiene extra dafür angefertigt. Moin, heute zeigen wir euch nochmal den Einbau von dem Alpha Treppenlift von der Firma Lehner. Der Waldi ist mit dabei. Weil die Schienenteile hier sind etwas schwerer, da ist es besser, wenn man zu zweit ist. Dann kann einer auch den Plan lesen, der andere stellt schon mal die Stützen hin, wie ich euch gleich mal zeigen werde. Und hier sieht man dann halt, wo sitzt welche Stütze, mit welcher Länge, wann kommt welches Teil auf der Treppe. Und nach dem Plan arbeiten wir jetzt, bis die Schiene steht. Dann kommt die Fahreinheit drauf und kommt ruhig mal mit. Dann sieht man, wo die Stützen schon mal stehen. Hier oben hin. Dann stecken wir nach und nach die Schiene zusammen und schrauben das Ganze dann fest. Also bevor wir jetzt den Lift hier einbauen konnten, haben wir einmal das ganze Treppenhaus aufgemessen und dann wurde die Schiene extra dafür angefertigt. Also hier ist jetzt das erste Teil von der Schiene. Da stecken wir jetzt erstmal hier unten in die Stützen und dann holen wir das nächste rein. Das erstmal erstes in die Stützen einführen und dann erst die Schiene dran machen. So, Achtung, bisschen hoch bei dir. So, gut aus. So, jetzt erstmal die Splinte reinballern. Jetzt stellen wir einmal die Schienenverbindung her. Wir haben hier schon mal einen Hohlspannstift eingetrieben. Hier oben kommt noch eine rein. Und am Ende wird hinten die Zahnschiene nochmal verschraubt, damit der Abstand vom Übergang der Zahnschiene auch passt. Tja, so leicht kann das sein. So, die Schiene haben wir jetzt fertig zusammengesteckt und mit den Bolzen verbunden. Jetzt machen wir hinten nochmal die Schraube bei der Zahnschiene rein, damit die auch den richtigen Abstand erhält und der Lift schön fahren kann mit guten Übergängen. Kurve ist 20, vor der Kurve ist 20. Danach ist bis hier 20, hier geht es auf 30 hoch, hier wieder auf 0, hier in der Steigung auf 35. Also wir müssen jetzt die Schiene so ausrichten, wie es am Plan steht. Da kann man bei jedem Teilabschnitt der Treppenliftschiene genau gucken, in welchem Winkel die stehen muss. Und dann weiß man auch, der Sitz steht immer 90 Grad im Winkel.
Service. Wir haben jetzt mit den Stützen, die sind frei einstellbar. Die haben wir einmal die Schiene mit hochgedrückt und dann haben wir schon mal die Stützen da angedreht, damit die Schiene genau im Winkel steht, so wie es im Plan ist. In den Kurvenstücken haben wir jetzt 20 Grad, so passt das. Und da ziehen wir jetzt die restlichen auch noch fest, richten das noch ein bisschen aus und dann können wir die gleich festschrauben. Also, wir richten jetzt die Schiene so aus, dass sie den gleichen Abstand hat zu den Außenwänden und mittig steht. Und parallel zur Wand auslaufend unten wie oben, damit das schön symmetrisch aussieht und gut in den Raum passt. An sich, wie man jetzt sieht, ist die Schiene zum Treppenhaus leicht so gedreht. Dadurch, dass man aber in einem Haus oder ich sag mal in einem älteren Haus keine genau 90 Grad Ecken hat, müssen wir das so stehen lassen und dann die Schiene ein bisschen beibiegen. Und dann haben wir alles relativ gerade und sieht gut aus. Wir haben das jetzt einmal ausgerichtet, also an den vier Eckpunkten und messen noch einmal jetzt drüber und wenn alles passt, machen wir überall die Schrauben rein und dann kann schon die Feinheit kommen und dann können wir die mal draufsetzen. Bevor wir die Feinheit auf die Schiene setzen, machen wir die Akkus rein, damit wir den schön mit dem Handrad draufdrehen können und das nicht erst auf den Montage-Papprohren machen müssen. Da kann es nämlich passieren, dass er runterfällt. Wenn ihr euch nochmal genauer interessiert für den Akkutausch bei so einem Treppenlift Lena Alpha, dann verlinken wir euch hier oben einfach nochmal das Video, wo ich die Akkus tausche bei diesem Modell. So, schön langsam hergerollt. Ja. Vorsichtig, so. Gerade. Also jetzt montieren wir den Sitz erstmal, den haben wir jetzt erstmal so drauf gesteckt. Danach ziehen wir jetzt, oder ich ziehe das Kabel jetzt durch, der Waldi schraubt das fest. Und danach montieren wir die Ladestation. Das Kabel wird einmal durch das untere Rohr der Schiene geführt und kommt dann oben und unten raus und da wird der Lift dann aufgeladen. Wir bohren jetzt noch einmal hier unter der Treppe durch, um dann das Ladegerät durchziehen zu können und den Anschluss vom Strom zu gewährleisten. Ist gut. Unten haben wir jetzt die Ladestation dran gemacht, haben das Ladegerät angeschlossen. Jetzt haben wir noch hier oben die Ladestation, die kommt jetzt hier genauso nur andersrum dran und die befestigen wir jetzt erst und dann können wir gleich eine Probefahrt machen. Zu guter Letzt fetten wir jetzt nochmal die Schiene, dass der Lift oder eher gesagt das Zahnrad ruhig läuft. Und wie mein Kollege Sascha immer gern sagt, weniger ist mehr beim Fetten. Also nicht jetzt die Zahnschiene total vollkleistern mit Fett, sondern es reicht, wie ich es gerade gemacht habe. Einfach nur kleine Tropfen drüber, bei jedem Zahn ein bisschen. Und damit ist der Lift bestens versorgt. Wir machen jetzt die erste Probefahrt mit dem Lift. Wie man sieht, hat alles gut geklappt bis hier. Wenn wir jetzt oben sind, machen wir dann die Einweisung mit dem Kunden. Und
Ja, der Lift steht jetzt hier. Wenn ihr nicht benutzt, könnt ihr dann so zusammenklappen. Wenn ihr jetzt nutzen möchtet, einfach das Fußbrett runter, die Armlehnen und der Sitz runter. Dann kann man sich draufsetzen. Dann nimmt man hier einmal den Anschnaller raus. So, das Wichtige ist, einen breiten Bogen, einen großen Bogen ziehen, weil er rastet sofort ein. Den kann man jetzt nicht weiter rausziehen. Dann den Hebel nehmen und in die Richtung drücken und festhalten, so lange, bis man unten angekommen ist. Wenn man loslässt, bleibt er sofort stehen. Das ist Vorschrift in Deutschland. Genau, man kann loslassen, man kann wieder losfahren. Das ist zum Sitz drehen, das braucht er hier nicht, weil der ja oben um die Kurve fährt. Das wäre jetzt dafür, wenn er hier anhält, dann kann man da den Sitz um 90 Grad drehen. Wichtig ist, dass der Stecker immer in der Steckdose bleibt unten und dass er immer entweder unten oder oben auf der Ladestation steht, damit die Akkus immer geladen sind. Wenn man da jetzt einen Stecker rauszieht und der Lift piept sich dann leer oder die Akkus entladen sich, dann müsste man die halt austauschen. Kommen. So lange halten, bis er von alleine anhält. Hier könnte man es jetzt abschnallen, einfach aussteigen, wieder hochklappen oder sie fahren einfach wieder hoch, wie sie möchten. Der Treppenlift ist jetzt fertig, Probefahrt ist gemacht, die Kunden sind zufrieden. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da und abonniert uns gerne.